Als ich so Mitte 20 war, da habe ich als Musiker und Komponist die Faszination für alte Menschen und deren Stimmen entdeckt. Diese faltigen, knarrigen Stimmen, die sich sehr verändert haben im Laufe des Lebens. Ich habe mich schon während meinem Studium für 2-3 Wochen in Altenheim einquartiert und habe da jeden Tag Interviews gemacht. Und ich finde es auch schön, wenn so eine Stimme ein Umfeld bekommt, in dem sie dann so richtig erstrahlen kann. Hören Sie die Geräusche? Parallel zu meiner Arbeit in Stuttgart haben wir dann in Köln einen Experimentalchor für alte Stimmen gegründet. Einen Chor, wo man mindestens 70 sein muss, um da mitsingen zu dürfen. Available now on iTunes.